neuer Shop in ganz genau 6 Sekunden. Ich bin mal gespannt, was wir heute so Neues reinbekommen werden. Ich denke irgendwie, neues Skinset, wurde übrigens nichts geleakt oder sonstiges. Kein Plan. Aber irgendwie schätze ich, irgendwas Neues muss doch heute drin sein. Oder was Seltenes. DC bleibt alles weiterhin im Shop. Ich hoffe, dass es irgendwann mal demnächst rausfliegt. Es nervt schon irgendwie. Viel zu riesig der Shop. Sommerlieblinge bleibt wie gewohnt, denke ich jetzt mal, bis Ende des Sommer-Events. Das bleibt noch ein paar Tage, denke ich mal. LeBron James bleibt auch. Hier sieht jetzt nichts selten. Okay, es ist nichts Neues drin. Es ist nichts Neues drin, aber dafür ein Sommerskin wieder zurück und das ist wirklich ein nice Paket. Also hier macht man definitiv nichts verkehrt. Einmal die hier mit Brille, ohne Brille. Das ist ja der Kristallskin 2, 3.0 mittlerweile. Spitzhacke ultra nice. Ja, Spitzhacke ist definitiv sehr, sehr schmackhaft. Backpack hat echt einige Stile, muss ich an der Stelle sagen. 12 Stile, das wird jetzt ein bisschen dauern. Das wird dauern. Aber falls ihr übrigens das Spind-Video von gestern verpasst habt, da zeige ich meinen kompletten Spind. Falls ihr darauf Bock habt, dann schaut es euch an. Link dazu oben rechts beim i oder in den Kommentaren. Wir sind erst bei der 6. Farbe. 6 Farben fehlen noch. Aber das Backpack ist echt nice. Boah, das Hautfarben-Backpack ist aber stabil, muss ich sagen. Use ich ehrlich gesagt nicht oft, aber es ist trotzdem ein cooles Backpack. 8, 9. Boah, das dauert echt verdammt lang. Auch wenn ich zwar alle Farben kenne, vielleicht kennt ihr die ganzen Farben nicht, das ist auch einigermaßen okay. Das ist lang, obwohl, das ist besser als Hautfarbe, ich weiß nicht. Das ist das Letzte, dann haben wir hier einmal den passenden Ladebildschirm dazu. Ist ganz okay, ist ganz okay. Einzeln Kauf bei 800, perfekter Preis, perfekter Preis, perfekter Preis, chillig. Ladebildschirm ist exklusiv, nur im Bundle enthalten, ja... Galaxy Skin 100.000.0 oder wie auch immer. Cooler Skin. Spitzhack ist auch recht cool. Sound. Sound ist 50-50. Lackierung finde ich schade, dass es nicht überall so kristallig ist. Ansonsten recht okay. Panda-Bär-Beauftragte ist wieder da. Ja, da fühle ich nur irgendwie das Backpack. Aber Skin wegen Backpack kaufen, weiß ich nicht. Den Skin hatte ich mal in der Season 4. Aber nach ein paar Tagen wieder zurückgegeben, hat mir nicht mehr so gut gefallen. Der Gleiter könnte eventuell minimal selten sein, so 100 Tage ist aber jetzt nicht wirklich selten. Heftiger 2000 V-Bucks Gleiter. Das ist schon heftig. Die Spitzhacke ist cool. Übrigens, ich glaube, umso öfters man schlägt oder umso mehr Kills man hat, leuchtet die Kugel. Das ist nämlich das Reaktive hier dran. Was gibt es hier ansonsten noch? Nichts mehr. Letzter Bereich von heute, oder? Ja, das ist auch schon hiermit der letzte Bereich von heute. Abtrünnige für 800 V-Bucks. Perfekter Skin. Astra, wow, noch ein Galaxy Skin im Shop. Verändert sich das Muster hier, ja, finde ich beide Sachen ganz cool. Backpack finde ich hier sehr, sehr nice. Savage, oder wie auch immer man das aussprechen mag, sehr nice. Skippen wegen Copyright, ich guck mal kurz nach wegen den seltenen Items. Ich glaube aber, dass heute nichts Seltenes da ist. Verlorene Reichtümer, das ist, könnte selten sein. Nee, na, wird nicht allzu selten sein, wenn es selten sein sollte. Krabbe, kann man sich immer gönnen. Krabbe ist heftig. So, die Box jetzt mal ein bisschen für euch. Ich schaue mal ganz kurz nach, ob ich euch sagen kann, was selten ist und was nicht. Sieht aktuell schlecht aus, dass ich es euch sagen kann. Yep, sieht schlecht aus. Aber falls irgendwas Seltenes da sein sollte, schreibe ich euch das Ganze in die Kommentare. Aktuell kann ich es nicht sehen, warum auch immer. Aber nicht so dramatisch. Schattenboxer finde ich chillig. Finde ich chillig. Naja, altes Bundle ist jetzt hier wieder zurück im Shop. Shop heute, muss ich sagen, nicht allzu besonders. Ansonsten gerne CC benutzen. Kuss geht raus und es war es dann auch hier schon mit dem kurzen, knackigen Shop-Video.